Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wochenausblick von DAX Profits. Der DAX ist momentan durchaus etwas kompliziert. Wir hatten ja diese mehrmonatige Rallye, ausgehend von den Juni-Tiefs. Die hat sich wunderschön in diesem keilförmigen Trendkanal aufwärts bewegt, kam dann allerdings im September ins Stocken und seitdem läuft es seitwärts. Und so wie das seit gestern aussieht, haben wir hier möglicherweise eine Top-Formation vollendet in den letzten 2 Monaten. Und zwar in Form eines Spider-Tops. Ein Spider-Top ist eine sehr bärische Formation, bringt normalerweise schnelle, heftige Kursverluste und sieht aus wie eine Spinne. Linkes Bein, Körper, rechtes Bein. Also eine Spinne im Querschnitt von der Seite gesehen, wenn Sie so wollen. So, gestern wurde diese Formation ausgelöst mit einem Rutsch unter diese grüne Nackenlinie und gleichzeitig unter die Unterstützung der 50-Tage-Linie. Allerdings wurde dieser Rutsch sofort wieder abgefangen und zurück blieb eine potenzielle Wendekerze, eine potenzielle Bodenkerze. Kommt es heute zu kräftigen Kursgewinnen in etwa in Höhe der Verluste von vorgestern, sehen wir also hier eine lange weiße Tageskerze, dann hätten wir hier eine ordentliche Kerzenbodenformation und dann wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser Rutsch hier unter dieser Nackenlinie nur eine kleine Bärenfalle war und wir direkt auf neue Jahreshochs gehen mit Kursziel 7750, 7800 Punkte in etwa. Denn dann wäre diese ganze Formation lediglich eine Konsolidierungsformation und keine Top-Bildung. Und wir würden ausgehend vom Top dieser Formation etwa 300 Punkte höher laufen. Dann hätten wir also ein Kursziel bei etwa 7750 Punkten. Das wäre der bullische Fall. Jetzt der bärische Fall. Der bärische Fall sieht so aus. Nach der Zwischenerholung am heutigen Tage sehen wir erneut eine lange rote Tageskerze und es geht abwärts in den nächsten Tagen in den Bereich knapp 6.900 Punkte oder gar 6.750 Punkte, 200-Tage-Linie und Aufwärtstrendlinie. Das wäre so der erste Zielbereich für diese Verkaufswelle, die dann hier laufen würde. Dort haben die Bullen dann nochmal die Chance, das Blatt wieder zu wenden und ordentlich sich an diesem Aufwärtstrend wieder nach oben abzustoßen und dann über diesen Umweg auf ein neues Jahreshoch zu laufen. Im ganz bärischen Fall halten sie sich allerdings nicht lange mit solchen Versuchen auf und geben es gleich auf. Dann würde dieser Trend brechen und es käme zu wahrscheinlich ziemlich deutlichen Verlusten bis in den unteren 5000er Bereich. Was dafür spricht, sind aktuell nach wie vor die Indikatoren. Sie sehen hier Indikator mit Anstiegsphase bis Mitte August. Dann hat der Indikator diese Einwärtsphase bereits begonnen, das lange vor dem Markt, wie es auch sein soll. Dafür ist es ja ein Indikator. Und er ist dann Anfang Oktober nach unten ausgebrochen, hat also hier wie so eine Art Doppeltop gemacht und befindet sich seitdem in einer Abwärtsbewegung. Der hier so ähnlich übrigens auch. Das heißt, das sieht mustergültig nach einer Trendwende nach unten aus, vom Indikator her. Und wenn der jetzt nicht mehr wieder ein Kaufsignal macht und deutlich nach oben läuft, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir eine größere Korrektur nach unten beim DAX sehen. Jetzt gibt es allerdings noch den dritten Fall aller Möglichkeiten beim DAX, dass wir hier so eine zappliche Seitwärtsphase auch in den nächsten Wochen noch sehen. Solche Phasen können sich manchmal mehrere Monate hinziehen und
Das reicht dann meistens, damit die Bullen das Handtuch werfen und dass genügend Pessimismus in den Markt kommt. Und irgendwann, wenn der Letzte aufgegeben hat, von steigenden Kursen zu träumen, dann bricht der DAX plötzlich nach oben aus und ist nicht mehr zu halten. Das wäre so die dritte Variante. Also entweder direkt wieder aufwärts nach dieser möglichen Bärenfalle gestern. Oder aber weiter volatil seitwärts über Wochen oder gar Monate hinweg. Oder direkt abwärts und später dann womöglich sogar ein Bruch dieser Abwärtstrendlinie, was extrem bärisch wäre. Ja, welche Wahrscheinlichkeit oder welches Szenario ist jetzt am wahrscheinlichsten? Das ist verdammt schwer zu sagen. Da müssen wir uns den US-Markt angucken. Und ja, S&P 500. Sehr interessant, hat sich in den letzten 2 Jahren in dieser großen Keilformation eingekeilt. Das ist ein potenzielles Abschlussmuster. Wenn es zu einem Bruch dieser Kreuzunterstützung bei 1400 Punkten nach unten kommt, ist das ein sehr kräftiges Verkaufssignal. Letzte Unterstützung liegt dann hier bei 1375. 200-Tage-Linie, wenn die nachhaltig gebrochen wird und nicht nur kurz, wie hier im Juni, dann kann es deutlich abwärts gehen und zwar bis in den unteren 1100er-Bereich. Das ist der Ursprung dieser großen Keilformation. Hier oben haben wir eine kleine Bullenfalle gesehen, das ist schon mal kritisch. Diese Seitwärtsformation sieht mir sehr nach einem potenziellen Top aus. Diese kleine Formation ist auch schon ausgelöst worden. Wie gesagt, jetzt haben wir bei 1400 Punkten in etwa noch eine sehr starke Unterstützung im Markt. Es sieht aktuell danach aus, als würde die im ersten Anlauf halten. Ist auch nicht überraschend. Jetzt kommt es allerdings darauf an, dass der Index sich deutlich nach oben abstößt und zwar nicht nur auf 1430 Punkten, denn dann haben wir nach wie vor die Möglichkeit, dass sich hier eine größere Umkehrformation bildet, nämlich eine Schulter-Kopf-Schulterformation, rechte Schulter etwa 1435 Punkte Maximum und dann doch der Durchbruch unter die 1400. Das wäre sehr kritisch, denn dann hätten wir ausgehend von dieser Formation erstmal ein Kursziel bei 1325, dann wären alle Aufwärtstrendlinien und wichtigen Unterstützungen gebrochen und dann würde es mich auch nicht wundern, wenn wir uns dann hier unten im unteren 1100er-Bereich wiederfinden. Das sind ungefähr 25% Abwärtspotenzial. Das ist nicht wenig, ich würde es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn es so kommt, dass der Index hier nach unten durchbricht, dann sind Short-Positionen erste Wahl. Allerdings, solange das nicht geschieht, kann der Index jederzeit wieder nach oben abdrehen. Und wir haben gestern tatsächlich einen Versuch der Stabilisierung gesehen. Sollte der sich heute oder im Laufe der Woche fortsetzen, dann haben die Bullen tatsächlich die Chance, hier nochmal nach oben abzudrehen, neues Jahreshoch zu erreichen und vielleicht diesen Keil sogar nach oben zu knacken, was wiederum sehr bullisch wäre. Da hängt natürlich viel am Nasdaq-Index. Die sehen auch hier Schulter, Kopf, Schulter, Umkehrformation nach unten durchgebrochen, mustergültige Rücksetzer ans Ausbruchsniveau und direkt weiter abwärts. So, jetzt steht er auf einer wichtigen Unterstützung. Gestern 200-Tage-Linie erreicht, die steigt noch. Das ist grundsätzlich bullisch. Hier sollte es zumindest eine Aufwärtsreaktion geben in den nächsten Tagen. Rechnen Sie also gerade in den nächsten Tagen eher mit einer Kurserholung, mit steigenden Kursen. Sollte die ausbleiben und der Index hier deutlich drunter fallen, wäre das natürlich andererseits wieder sehr bärisch. Sie sehen, ich muss mit vielen Wenns und Abers arbeiten, weil wir an wichtigen Margen stehen, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden. Und da gilt es extrem genau hinzuhören, was der Markt einem sagt und danach die Positionierung auszurichten. Für mein Dafürhalten ist es jetzt erstmal an der Zeit, für ein paar Tage wieder zu steigen für den Nasdaq-Index. Dann müssen wir sehen, wie viel Schwung dahinter steckt. Wir hatten so eine ähnliche Situation schon mal Anfang Juni. Da hat er sich schön nach oben abgestoßen, hat dann hier so eine kleine Schulter-Kopf-Schulter-Bodenformation gemacht, ist dann ohne Dynamik eine ganze Weile seitwärts gelaufen. Das sah wirklich bärisch aus. Dann allerdings mit Notenbank-Schützenhilfe nach oben ausgebrochen. Allerdings nur, um direkt wieder nach unten abzukippen.
Das ist nicht wirklich befriedigend, was wir hier in den letzten Monaten sehen. Es geht im Prinzip volatil seitwärts und auf einen Richtungswechsel folgt der nächste. Deshalb ist es gerade wichtig, auch hier nochmal ganz speziell darauf zu hören, wo der Markt wirklich hin will, was als nächstes wahrscheinlich ist. Wie gesagt, ausgehend von dieser steigenden 200-Tage-Linie würde ich sagen, dass es Zeit ist für eine Zwischenerholung, sollte die unterhalb von 2800 Punkten verlaufen, wovon ich momentan ausgehe. Dann sehen wir als nächstes dann eine größere Verkaufswelle und Bruch dieser 200-Tage-Linie. Sollte es zu einer Rückeroberung dieses 2800er Bereichs kommen, wäre das mit einem Kaufsignal gleichzusetzen und dann sehen wir neue Jahreshochs. Also ich denke, der Nasdaq-Index ist ein ganz guter Taktgeber momentan auch für den gesamten Markt. Wenn hier nichts anbrennt, dann brennt nichts am Gesamtmarkt an. Wenn allerdings hier ein Bruch der gestrigen Tiefs, deutlicher, nachhaltiger Bruch erfolgt, nicht nur so kurz wie letztes Jahr im November, dann sieht es schlagartig wieder bärisch aus. Momentan ist sehr vieles möglich, aber die Ausgangslage ist eindeutig bärisch. Sie sehen Umkehrformationen im Nasdaq, Umkehrformationen im S&P 500, die möglicherweise noch nicht fertig ist. Und eine potenzielle Umkehrformation im DAX. Auch die steht gerade auf der Kippe, ob das eine Bärenfalle wird oder tatsächlich eine Topformation. Eins ist natürlich gut, gerade die nächsten Tage werden unheimlich spannend an den Börsen. Und wenn sie sich letztendlich nicht aufs Glatteis führen lassen, sondern genau zuhören, wo der Markt wirklich hin will, dann lässt sich in den Wochen danach eine ordentliche Stange Geld verdienen. Ja, mit diesem Ausblick möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Wünsche Ihnen ein glückliches Händchen. Bis zur nächsten Ausgabe. Ihr Henrik Vogt.